Harte Arbeit, schlechte Bezahlung, kaum Anerkennung. Das sind Hauptgründe für den Fachkräftemangel in der Pflege. Laut Bundesagentur für Arbeit fehlen bundesweit in der Altenpflege 15.000 Fachkräfte und 8.000 Pflegehelfer. Die Altenheime finden kaum geeignete Bewerber. Denn auf 100 offene Stellen in der Altenpflege kommen gerade mal 21 arbeitslose Fachkräfte. Die fachspezifische Arbeitslosenquote liegt bei 0,7%. Das heißt, es gibt kaum qualifizierte Arbeitslose, die diese Lücke füllen könnten.